Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Walross Edition 3. Aber dumm. Jo, wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, sorry für den... Okay, ihr merkt den Cut gar nicht, ich Affe. Fuck it. Bin halt noch nebenbei am Discord. Schreiben ein bisschen. Aber fangen wir mal an. Artikel 9. Beschädigtes Pokémon. Außerdem haben wir es alle verwirrt angeschaut. Das Beste war, mit dir zu meiner Höhle auf einem Vulkan zu gehen. Ich werde dir später alles erklären. Er sah mich und Shinux an. Ich kann dir wirklich helfen. Eine Stunde später waren wir zum Beispiel. Irgendwer muss einen zum Beispiel-Counter für das Projekt machen und ich hasse alles dran. Alle zusammen an einem kleinen Lavapool. Evoli wickelte ein Verband um mein Bein und gab Shinux ein paar Tücher, um ihre Wunden zu beruhigen. Nun, ich denke, es gibt jetzt eine Menge Dinge zu erklären. Prima Vista ist das Wichtigste. Muss man das kennen? Ich hoffe nicht, weil ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Frucht. Das ist der Satz. Wie wir gesehen haben, war es einfach, wie mächtig es war. Es ist sowieso ein Vulkan oder eine rote Mine. Wie kommst du an diesen Stein? Aber warum wissen wir nichts davon? Das wird uns viel sparen. Es tut mir leid, aber es gibt keinen anderen Weg. Der Überlebende hat mir in einem Traum von euch, von ihrer Ankunft vor 2 Monaten erzählt. Nein, außer Shinux weiß übrigens keiner von euch. Ich werde der Letzte sein, der euch hilft. Warum ist immer in Walross Edition ein dumm fucking Gender Swap ohne Ende? Was zur Hölle? Aber kommen wir zurück zum Thema. Er sagte mir, ich solle einen Stein mitbringen und ihn durch Rubin ersetzen. Er hat dir nichts davon erzählt. Ich war gerade kurz durch die Formulierung komplett durch. Kurzer Teaser. Weil nämlich der Hauptcharakter des nächsten großen Hörspiels Rubin heißt, bei der Formulierung dann, ja. Beziehungsweise der hat tatsächlich 2 Namen, werdet ihr noch rausfinden, was ich damit meine. Er hat dir nichts davon erzählt. Das Gericht wusste aufgrund der Entschlossenheit bereits, dass sie den Stein nehmen möchten, aber wenn sie nicht darauf hinweisen, wäre es ein Spiegel und er könnte die Wahrheit verstehen. Also konnte ich dir nichts sagen, bis Groudon gegangen ist. Es tut mir leid, dass ich dich so wütend gemacht habe. Wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich einen Zusammenhang mit all den Ereignissen. Ich entdeckte noch etwas. Der Überlebende hat auf einer solchen Reise alles im Voraus geplant und bedacht. Wenn es um Planung geht, muss man klug sein. Shinux war der Erste, der unsere Ansichten zum Ausdruck brachte. Du musst dich dafür nicht entschuldigen. Du hast getan, was der Überlebende dir gesagt hat. Ohne diesen Plan wäre unsere Reise jetzt ein Fehlschlag. Um mich vorzustellen, mein Name ist Ivy. Ich bin seit fast 13 Jahren hier. Und andere Ivy-Arten auf der Insel, sind das deine Verwandten? Also zum Beispiel Ara und Psyana. Auf der Einführungsseite wurde ihre Antwort nicht mitgeteilt. Da klar ist, dass Shinux Ivy selbst entwickelt hat. Ich versuche gerade die Logik dahinter zu verstehen. So. Und ich bin jetzt auch mal mit dem Chat nebenbei fertig, lol. Auf dieser Insel lebt niemand außer mir. Deshalb verbringe ich so viel Zeit damit, mich einsam zu fühlen. Gutes Hobby, kenne ich, mache ich auch oft. Shinux scheint komplizierter zu sein als andere. Warte, ich habe ihn allein getroffen. Sie selbst haben mir bei unserem ersten Treffen erzählt, dass er mich zu ihnen gebracht hat. Ich habe dich angelogen. Erinnerst du dich an die Hitze, die du so schnell gesehen hast, nachdem Psyana in den Wald gesprungen ist? Es geht nur um mein Problem. Was ist los? Ich bin ein kaputtes Pokémon. Boah, Digga. Relatable. Ich meine... Hi. Genetisch kaputt? Das hört sich schrecklich an. Dafür fühlst du dich sowieso nicht gut. So ist es nicht. Ich lebe mit meinem Paket auf einem wilden Kontinent.
Frag mich nicht warum, aber ich habe heute ganz geiles Kopfkino. Ich stelle mir jetzt so ein Evoli, das im Dschungel lebt, vor, wie so eine behinderte Katze, die die ganze Zeit in einer Kiste in so einer DHL-Box drin sitzt. Mit dem Paket, Alter. Aber alle dort hatten immer Angst vor mir. Vielleicht dachten sie, ich sei verflucht oder so. Sie fürchteten um ihr Leben und vertrieben mich aus ihrem Territorium. Ich bin hier seit... Das ist schrecklich! Was ist das Problem? Was ist jetzt das Problem daran? Weiß ich auch nicht. Auch wenn ich nicht will, ich will. Wie Sie wissen, habe ich keine Zweifel, dass ich mich deshalb für diese Reise entschieden habe. Schließlich ist der Job seit meiner Geburt, ich mich jederzeit und überall einbringen kann. Unter allen Umständen kann Evoli reproduzieren. Ich mag diese Ausdrucksweise nicht. Und mehr noch, gehen Sie zurück. Doch da. Und mehr noch, gehen Sie zurück. Das größte Problem mit meinem Stamm ist, dass einige auf meine Autorität neidisch sind. Das ist jetzt eher so After-Stuff. Das ist eher so Post-Walross-Edition vielleicht, aber... Außer ich kann es nicht optimal überprüfen. Manchmal wachse ich ohne Anstrengung auf, wie im Notfall. Das kann mir in vielen Situationen helfen, zum Beispiel... Plötzlich schwappte es zwischen der Lava und uns über. Zu meiner Überraschung schwoll die Fläche trotz allem an, als er es berührte, und sah Flammar in der Mitte des Beckens stehen. Schließlich wähle ich den linken Weg. Trotzdem tut es weh. Vor vielen Jahren Tag und damit zum Beispiel den Wald in Brand gesteckt. Zum Beispiel. Er kam wieder aus dem Brunnen und kehrte zurück. Wir sind sehr beeindruckt von all seinen Fähigkeiten. Aber das ist ein bisschen nett. Dies ist eine einzigartige und nützliche Fähigkeit, besonders am Anfang. Ivy schien die ganze Zeit deprimiert, als sie es beschrieb, aber ihr Gesicht veränderte sich von einem Moment zum anderen. Es wurde ein Nachtara, offensichtlich inakzeptabel. Ist es okay? Wie kann man diesen Fluch ein bisschen besser nennen? Gutes Zeug braucht nicht alles, was man hat und fährt einen 13 Jahre lang auf eine abgelegene Insel. Diese Kraft ist, in Caps Lock, Blut. Beruhig dich, Ivy. Ich meine, ja, irgendwo schon, ne? Kraft der Drachenblutlinie, you know? Wir haben hier definitiv sehr geplante Anspielungen. Wenn ja, ich kann ein bisschen sagen, ein bisschen darüber. Ich will es nicht, aber ich bin heutzutage hier. Ich muss hören, dass es in Ordnung ist. Shinux scheint sehr gefährlich zu sein. Okay, es tut mir leid, ich weiß nicht, es ist so schlimm. Ivy ist wieder normal, sie ist wieder traurig anstatt wütend. Nein, nichts Ernstes. Ich weiß persönlich, dass dies akzeptabel sein kann, aber sie wissen nicht, dass ich dies tun werde. Aber das ist das Problem, ich weiß es nicht einmal. Deshalb habe ich normalerweise... Ich hab nicht dumm gelesen. Der Satz endet an dem Punkt. Deshalb habe ich normalerweise... Das ist der Satz. Was soll das? Deshalb weiß ich in der Einleitung nicht, ob ich dir folgen werde. Vielleicht fällt es mir schwerer, als dir zu helfen, aber ich werde mein Bestes geben. Wie mein Paket. Also... Nee, mein Kopfkino bleibt gleich. Also... In dieser Lore ist Ivy zwar genauso krass wie in der eigentlichen Walross-Edition, aber nur, wenn sie ihr DHL-Paket dabei hat. Das ist das Allerwichtigste. Wir wissen, dass es für alle das Beste ist, also habe ich das Thema gewechselt. Welche Vulkane bringen uns? Plötzlich schien Ivy wieder aufgeregt zu sein. Lass uns an den Strand gehen, aber noch etwas vorher. Ich erzähle dir ein bisschen über den Überlebenden. Wir fragten uns alle, was Ivy zu sagen hatte. Du hast diesen Kampf gewonnen, aber du hast gerade erst angefangen. Eine Stunde später kamen wir am Strand an.
Es dauerte eine Weile, da Shinux und vor allem ich große Fortschritte machten. Obwohl uns keiner von den anderen zu stören schien. Evoli rennt und springt auf und ab. Ich möchte Teile Shinux auf verschiedene Weise auf dem Weg. Excuse me? Zerteilung? Shinux? Er schloss sich mir langsam an. Was ist los? Sag mir, worauf wartest du noch, Eevee? Eevee? Umzug! Was soll ich dem Chef sagen? Ich denke, das wird unser Team besser machen. Meinen Sie nicht, dass es Konflikte geben kann? Es kann lange dauern, aber es ist nutzlos. Das Problem muss gelöst werden. Ich habe keinen Zweifel, dass wir ihm helfen können. Wir wissen ja genau, was los ist. Das lohnt sich wirklich. Wenn Sie ein Problem haben, sprechen Sie am besten jederzeit darüber. Er hielt inne und sah mich an. Ich hatte ein seltsames Gefühl, als ob alles frustrierend für mich werden würde. Aber das kann nicht sein, denn ich habe Abra schon gesagt, was mich nur beunruhigt. Wenn er sein Versprechen bricht, wird er auch nicht die Möglichkeit haben, mit irgendjemandem zu sprechen. Ein paar Sekunden schaute er ein wenig weiter und redete weiter. Nun, ich denke, es wird uns sehr helfen. Und das würde ihm helfen, nicht mehr für sich selbst zu sein. Ich ignorierte einfach, wie Shinux mich sah und fuhr mit dem Gespräch fort. Ich weiß, was du sagst. Ich möchte heutzutage auch nicht sagen, dass ich negativ darüber denke. Aber ich habe nichts dagegen, dass er damit reist, etwas zu schnell. Das ist schon ein bisschen nervös. Nee, das ist schon ein bisschen an sich. Er ist der Älteste von uns allen und doch ist er als Kind ein bisschen nervös. Digga, könnt ihr aufhören, Eevee er zu nennen? Shinux, vorher als du Groudon herausgefordert hast. Er hat ins Ausland geschaut. Heutzutage peinlich. Das klingt wie ein AfD-Wahlplakat. Ich wusste, dass es dumm war. Wenn der Überlebende nicht so weise gewesen wäre, hätte ich absichtlich die ganze Botschaft verloren. Aber wenn Gruden mich nicht verlassen hat, ich denke nicht daran. Ich möchte ehrlich sein, ich mache dir keinen schlechten Plan vor. Aber da nichts Schlimmes passiert ist, am Ende ein bisschen richtig gut, wollte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen. Du hast es getan, weil du dir Sorgen um mich machst. Du bringst dein Leben in Gefahr, um mir zu helfen. Das ist das Mutigste, was jemand für mich getan hat. Shinux grinste ein wenig, lacht. Oh Gott, das ist ja immer noch eine volle Seite. Ja, bisschen Tempo. Als wir endlich den Strand erreichten, erwartete uns Evoli sehnsüchtig. Komm, ich möchte diesen bösen Bösewicht treffen, der überlebt hat. Anstatt zu antworten, wandte sich der Aquaner zu und tauchte in die Tiefen des Ozeans. Nach ein paar Minuten tauchte er wieder auf. Sind Sie bereit, das Meer zu überqueren? Ich möchte ihn fragen, weil niemand außer ihm und Seymops irgendwie schwimmen kann. Trotz allem kann ich nicht anfangen zu reden, wenn ein großes Pokémon wie ein Wal aus dem Meer aussieht, hinter ihm herauskommt. Erkläre dich. Hallo, ich bin Kyogre. Und zwar wirklich, K-I-O-G-R-E. Ich habe sie gebeten, sie in ein unvergessliches Land zu bringen. Wenn ja, dann lass es mich wissen. Dann können wir dem Überlebenden eine klingende Warnung geben. Wir haben es alle gemacht, aber wie können wir jetzt Alarm schlagen? Sie haben roten Schmuck, nicht wahr? Bitte was? Ich lese den Satz jetzt 1:1 vor, wie er da steht. Efeu Zara M. Versteht ihr, ne? Ja, der Plan funktioniert gut. Kyogre hat gelacht. Ich würde jetzt gerne Grudens Gesicht sehen. Nun, es spielt keine Rolle. Halte das Metall 30 Sekunden ohne eins unter Wasser. Auch wenn es wieder schwimmt, senke es ab. Auf diese Weise ist alles in Ordnung. Ich habe Ivy einen großen Vorteil verschafft. Er tauchte darin ein. Einen Moment lang geschah nichts, aber plötzlich wurde die andere Seite des Ozeans rot. Eine große rote Säule erhob sich aus dem Wasser. Es ist so hell, dass man es in Schmuckstadt sehen kann. Evoli tauchte wieder auf und kam zurück. Aber, okay, nicht wahr?
Wie wenn er glänzt, ist der Film vor unseren Augen wirklich einzigartig. Überall, überall hin, allerorts. Es waren einige Kinder, die es überrascht zogen. Zum Beispiel. Vergehen 30 Sekunden, bevor es sich ändert. Weit weg vom Meer, besonders über der Erde, erschien ein blaues Licht, ähnlich unserem roten Licht. Kyogre, diesmal richtig geschrieben, hat uns schlau gemacht. Das ist ein Zeichen, dieses Licht wird uns leiten. Wir kletterten alle hinter Kogre. Es gibt mehr Platz, es sieht aus, als wäre dieses Pokémon größer als unser Boot. An Bord des Schiffes, in der Ferne sehen wir Zerstörung. Es war wie unser Boot, trotz aller Ehrlichkeit war niemand wirklich traurig. Evetsuga Seemops. Eigentlich sollte ich für das erste Wort in diesem Satz nicht klatschen. Aber es hat unser Boot auf dem Rückweg nicht betrübt, aber Magikarp ist 10 Jahre alt. Entspanne dich bestmöglich, vielleicht brauchen wir 1 oder 2 Tage. Ich hoffe, keiner von euch wird auf See krank. Unsere Zeit in Kyogris könnte eine der langsamsten auf unserer gesamten Reise sein. Die meiste Zeit fahren wir, erzählen Geschichten. Ich und Shinux für unseren Tag als Rettungskräfte, Chillas durch den Dschungel, sehen sie ihre Stadt. Und Ivy scheint die Traumata zu genießen, die er früher hatte. Excuse me? Er scheint die Traumata zu genießen, Leute. Zusammen mit seiner Fähigkeit zu sprechen. Trotzdem gibt es kein Problem. Kyogre, diesmal wieder richtig geschrieben, hat sich auch gerne unserem Gespräch angeschlossen. So erfahren wir zum Beispiel, dass ein Teil seiner Macht in den Ornamenten dem Leuchter der Überlebenden verboten ist. Kyogre hat dies nicht freiwillig getan. Außerdem hat er uns viele Geschichten über Groudon erzählt. Die beiden sind gezwungen zusammenzuarbeiten, da sich ihre Fähigkeiten ergänzen. Also hat er etwas zu sagen. Übrigens, Fun Fact, ne? Falls die spätere Lore das nicht klar gemacht hat, Kyogre erzählt hier auch nur Lügen, die eben somit dafür nötig sind. Für den ganzen Plot um Groudon, den man ja vor allem in der Walross Edition 5 erfahren hat. Wo war ich? Als Kyogre uns damals erzählte, dass ich Groudon auch in einer, sah ich Groudon auch in einer anderen Form. Aber nicht als einziger von uns. Zweifellos übertrieb Kyogre manchmal wieder mit I. Denn mit seinen Drehungen und Wendungen erwies sich Gruden als das schlechteste Spielzeug. Wir haben es jedoch alle genossen, ihm unterwegs zuzuhören. Zum Beispiel kamen wir alle anderthalb Tage später an. Bereit machen, das Island oben. Und als nächstes machen wir eines der storywichtigsten Kapitel. Wir sind zurück und ich will so schnell wie möglich machen, weil dieses Kapitel nach dem Epilog das längste der gesamten Geschichte ist und ich sehe schon, dass wir echt fuck viel haben. Deswegen fangen wir so schnell es geht an, um heute noch fertig zu werden. Das wird wahrscheinlich auch die längste Folge heute. Einheit 10. Ein sehr hohes Alter. Als wir fertig waren, hatte ich Angst. Während wir uns bewegten, überlegten wir, welche der folgenden Welten überleben könnte. Am Ende wurde mir klar, dass nur eines passieren konnte. Nur eine Person, die sich als zweifellos unsterblich erwies, Lord Eke. Ohne C vor dem K. Trotz dieser Tatsachen wollte ich ihn unbedingt kennenlernen. In der Mythologie erscheinen Pokémon oft freundlich. Ebenso hat er unsere Mitglieder offensichtlich nicht nach seinen Stärken ausgewählt. Ich kann meinen Freunden sagen, dass sie auch große Angst haben. Kogre hört, sagte gut. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück auf deiner Reise. Wenn du zurückkommst, zögere nicht mehr Bescheid zu geben. Ich habe ein paar Geschichten über Groudon, die ich dir erzählen möchte. Also hör gut zu. Er schaute bei Seemus und Chillast. Also solange du das hast, mache ich gerade einen Film. Auf einer solchen Insel, die auf keiner Karte steht, gibt es nichts als einen kleinen Wald. Als wir uns auf den Weg zu diesem Wald machten, sahen wir bald ein Feuer in der Nähe eines Baumes, das nur durch Feuer entstehen konnte. Krass, Leute.
Wusstet ihr, dass Feuer in der Regel durch Feuer entsteht? Ich jetzt auch. Ich schüttelte meinen Freunden kühn die Hand und kehrte zurück. Also ging ich ins Gras. Natürlich ist es nur ein bisschen seltsam mit nichts. Ein anderer geschnitzter Stein, umgeben von Flammen und kleinen Steinen. Auf einem davon sitzen Pokémon. Anscheinend sah er ihn an und sprach mit uns. Also bist du endlich angekommen. Ich glaube, diese Zeit beträgt fast 3 Jahre. Setz dich auch hin. Er zeigte auf andere Steine. Wir gingen langsam zu ihm hinüber und setzten uns, ohne Pokémon anzusehen. Ich glaube, ich muss auftauchen, bevor wir gehen. Mein Name ist... Es ist Gunther, nicht wahr? Nein, es ist Günther, aber fick dich. Zuerst sah das Kanimani mit C am Anfang aus dem Licht und jetzt war ich klein. Nun, ich sehe, du bist nicht immer hier. Ich denke, sie alle verstehen, warum sie hier sind. Alle haben mit Ja geantwortet. Die Situation vor diesem Feuer war unglaublich. Die Situation um dieses Feuer war unglaublich. Ich habe meinen Kollegen noch einmal angeschaut. Erst vor kurzem habe ich ein wunderschönes Band gesehen, das er neben meiner Hand trug. Können wir gehen? Ich habe es, weil ich denke, dass alle da sind. Aber Shinux hat etwas anderes gemacht, als ich erwartet hatte. Warte, offensichtlich, du weißt viel über uns. Und ich weiß, dass die meisten von uns sich Sorgen um dich machen. Was? Günther war wütender, als ich erwartet hatte. Er steht auf, aber er setzt sich wieder. Wenn nötig. Ich warte hier seit 35 Monaten, aber 1 oder 2 Stunden werden sich nicht lohnen. Okay, wer möchte anfangen? Shinux und ich begannen sofort unsere Fragen zu stellen und hörten sofort auf. Kannst du nicht selbst ein paar machen? O-R-C. A-R-S-E-Y. Sie können ihre Besorgnis äußern. Ich sehe, was ich am Anfang beantwortet habe. Im Moment gefällt er nicht, wie er mit uns spricht. Nach dem, was sich in der Legende von Günther mit H steht da mit H gehört habe, dem Anführer von Team Round Corners, dem Retter der Zeit und von den Reinsten ausgewählt wurde, denke ich, dass Pokémon freundlich und verständnisvoll war. Jetzt saß er vor uns und 2 Minuten später fühlten wir uns, als wären unsere Münder voll. Ein bisschen mehr Wissen ist also mehr voraus. Das ist gut, warum haben sie uns gewählt? Die Frage nach Shinux überraschte mich nicht, sie überraschte alle anderen. Gunther, sag mir, ich bin vor langer Zeit auf den Turm geklettert. Halsmaultelefon. Chillast war darüber ein wenig verärgert, sagte aber nichts. Nun, warum nicht dieses? Okay, ich fange mit dir an, Bulbi. Ich lasse dich bald wiederkommen, Shinux. Also, lege es mal beiseite. Shinux, wir lassen sie vorerst getrennt. Bulbi, du bist hier seit ich dich beobachtet habe. Stalker. Auch während unsere Welt noch lebt, habe ich so viele Ideen verloren wie jetzt. Ich habe lange nach potenzieller Hilfe in anderen Welten gesucht. Und ich sah dich am Anfang von all dem. Du bist besonders. Du bist nicht wie andere Pokémon. Wie kein anderer hier. Im Gegensatz zu anderen Pokémon ist deine Welt. Ja, der Satz endet da. Ich find's auch Schwachsinn, aber der Satz endet da. Stattdessen wird berichtet, dass ihre Aura einzigartig ist. Du bist noch jung, hast eine solche Reise noch nie gesehen und hast eine braune Aura. Legendäre Aura, die das Blut eines Helden oder hier eines Helden darstellt. Krass. Es ist gut, dass sie Shinux kennengelernt haben. Ich werde es herausfinden. Ich bin der Einzige, der es schon lange nicht mehr geplant hat. Sie sind der Letzte, den ich gewählt habe, sowie zu diesem Zweck. Wir werden kämpfen, meine Freunde und die Ruinen meiner Welt. Entscheidungen haben ihre Seelen korrumpiert und sie auf diese Weise versklavt. Aber wenn wir gegen Latias und Latios kämpfen würden, hätten wir keine große Karte mit einem Wasser, 2 Gemüse und einem elektrischen Pokémon. Ah, yes, die guten alten Gemüse-Pokémon. Verständlich. Ivy sollte alles so machen, nun ja, wie sie selbst. Außer ich tue dir nichts, wenn ich dich auf diese Reise schicke. Sie haben zu Hause nichts zu verlieren.
Chillast, vielleicht hast du dich gut bewährt, als du deine Zeit mit Leon gespart hast. Trotzdem ist es ein wenig langweilig, es sich noch einmal anzusehen. Alles wird aufgerufen. Efeu. Sie sind hier für ihre Spende. Es ist mir egal, was du sagst, Segen oder Fluch, es ist ein Geschenk. Du hast eine höhere Dichte im Vergleich zu jedem anderen Pokémon. Sheesh, was für eine Gabe. Ah. Pokémon, die leugnen, dass sie ihre Fähigkeiten nicht kennen. Aber ich tue. Ist also für jeden alles klar? Als ich zustimmte, war mir natürlich nichts klar. Warum habe ich so eine niedrige Aura? Von wo kommt er? Habe ich es von meinen Eltern? Gunther fuhr mit einem erschrockenen Lächeln fort. Aber heutzutage gehen wir auf die sportliche Seite. Er übersetzt in Shinux. Ich habe so viel über dich zu sagen. Shinux ließ sich überhaupt nicht einschüchtern. Das ist gut, also fang an zu reden. Ich bin zuversichtlich, nicht wahr? Ich kann jederzeit mehrere Striche machen. Oh mein Gott, was eine Drohung. Nun, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dann fange ich an. Beginnen wir mit Ihrer Frage. Ja, Sie haben das Dach der Zeit auf die gleiche Weise erklommen. Chillast sprang triumphierend auf. Siehst du, warum sollte ich dich fragen? Das kann nicht sein, wir kennen die Geschichte. Du bist da mit Lord Ecke. Außerdem lerne ich vielleicht meine beste Freundin wieder kennen, so blöd bin ich nicht. Du hast recht, das erkläre ich dir später. Aber vorerst hast du ein bisschen vergessen. Es wurde kurz in meiner Fiktion erzählt, aber trotz aller Kristallklarheit der Elemente waren wir immer noch da. Und Zeitturm und all meine Freunde sind da. Nein, aber keiner von ihnen ist Shinux, außerdem war es damals fast unmöglich. Nun lass mich entspannen und erklären, weiß es. Alles wird klar, wenn du schweigst. Es ist natürlich in Ordnung ohne Shinux, wenn meine Freunde auf dem Dach der Saison zu mir kommen. Dein Geist ist mehr als dein Körper, Senux. Du warst damals einer meiner Freunde, aber auf der großen Reise Floink, nun, du bist gefallen. In Kapitel 8 dieses Artikels haben wir dich als Freund und als Teil deines Ausschlusses. Deine letzte Frage ist, wie du diese Punktzahl bekommst. Also, denke ich. Sheesh, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Antwort. Deswegen habe ich dir eine zweite Chance gegeben. Ich habe dich durch Raum und Zeit geschickt und gegeben. Du bist ein neuer Körper. Chillast, dein Freund Leon ist zurück in der Menschenwelt. Also habe ich beschlossen, dass der Körper deines alten Freundes eine großartige Hülle für den Geist meines alten Freundes ist. Ich habe dich in diese Welt geschickt, um dir eine Chance für ein modernes und friedliches Leben zu geben. Das steht da wirklich so. So wie dich zu haben, in diesem Fall ist der Rücken wie eine Art Spiel. Die Tatsache, dass du und Bulbi zusammengekommen sind, ist ein Spoiler für spätere Walross-Edition. Das steht da nicht. Ist etwas, das zufällig passiert ist. Trotz allem ist es einfach. Gibt es also andere Bedenken? Es gab einen Moment der Stille, woraufhin Yu mich fragt. Wirklich, Y-U-E. Wer soll das sein? Glühbirnen? Welches Kapitel ist das 8. Kapitel der Geschichte? Ich war überrascht, dass ich jetzt nicht aus der Hand legen konnte, also habe ich das Buch ausgegraben, was damit zusammenfiel, dass ich es trotz der Verletzung durch das Wasser noch lesen konnte. Gunther war sehr glücklich. Oh, und darin, du habe mehr als das. Selbst aus der Ferne habe ich nicht erwartet, dass du ein bisschen weißt, wie das geht. Ich ignorierte es und sah auf. Ich las das Kapitel dieses Kapitels laut. What the fuck war dieser Satz? Kapitel 8. Entschlossenheit. Mit der Widmung von Nekrose. Ivy sagte in dieser Situation das Wichtigste zu uns. Besonders beim Massaker von Bulbasaur. Auch Senux, der bisher nur gesucht hat, ist in diesen Tagen involviert. Warte, das bin ich wirklich ein Bisa-Schur? Nur wieder im Körper, in einem anderen Leben? Das wäre ein globales Thema. Ich denke auch, dass es ein guter Grund wäre, warum Bulbi dies tun würde. Weil sie der gleiche Typ sind. Wir setzten unser fröhliches Gespräch fort.
Scheinungs scheint gerne davon auszugehen, dass es sich nicht um einen Menschen, sondern um eine gescheiterte Geschichte handelt. Gunther saß den Rest der Zeit ruhig mit einer erstaunlichen Darstellung vor ihm. 10 Minuten später passierte zum Beispiel das Unerwartete. Gunther fing plötzlich an zu lachen. Klingt laut und lustig! Wir verstummten alle, nachdem er 1 Minute verbracht hatte. Als er anfing, etwas Neues zu erfinden, begann er zu reden. Kannst du ein bisschen reden? Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Damit meine ich nicht nur 3 Jahre Einsamkeit, sondern auch vor ein paar Jahren. Wir alle beobachten es genau. Was ist daran so lustig? Wir haben ein einfaches Argument zu Scheinux. Nein, du redest von Bisasam. Es ist das Gleiche. Nein, nicht. Wenn sie sich ein wenig sammeln, brauchen sie sich nicht zu beschweren. Ja, es ist gut, aber es kann keine sterbende Seele sein. Dein Freund hat sich in Kapitel 9 nie wiedergesehen. Ja, aber nur als Freund. Wir alle sahen ihn noch einmal an. Seine Augen sind ein wenig überraschend. Okay, Bulbi, was denkst du darüber zu wissen, dass du und Floink sein geliebter Betrüger... okay. Seit Jahren zusammenarbeiten, wie er schrieb. Einige Sekunden rührte sich keiner. Das alleinige Geräusch, das zu hören war, war das Lagerfeuer, das unaufhörlich noch seine Funken schlug. Nach manchen Sekunden stand Scheinux plötzlich auf und ging in den Wald, ohne ein Wort zu sagen. Ich wollte ihm gerade folgen, doch meine Freunde hielten mich auf. Lass es besser, Bulbi. Ich glaube, er benötigt diese Tage anfänglich ein wenig Zeit selbst. Günther verdrehte genervt die Augen. Na toll, hoffentlich nicht zu viel. Ich möchte endlich weg hier. Ist es für ihn denn ursprünglich auf diese Weise schwer einzusehen, was für ein Pokémon der in Wirklichkeit ist? Ich wusste damals nicht akkurat wieso, aber in diesem Moment war ich auf diese Weise wütend auf dieses Pokémon vor uns. Diese Nüsse, gerade. Oh mein Gott. Seht ihr, es macht mich dumm. Es macht mich dumm. Seit wir ihm begegnet waren, behandelte er uns, als wären wir nutzlose Anhängsel. Des Weiteren sprach er in einem derart gereizten Ton, dass ich selbst hierdurch Aggression bekam. Sei du ruhig, du verstehst offenkundig durch See nichts hiervon, wie du mit uns umgehen solltest. Du hast uns sämtliche aus unserem normalen Leben gerissen, um deine Welt zu retten. Also behandle uns gefälligst gleichwohl mit Respekt. Lass Scheinux die Zeit, die er braucht. Als er einen Moment nichts sagt, hatte ich wahrhaftig die Hoffnung, er würde über das nachdenken, was ich mitgeteilt hatte. Als er einen Moment später von neuem begann, hysterisch zu lachen, verflüchtigte sich eben diese Hoffnung. Ich soll euch mehr Respekt entgegenbringen. Warum sollte ich? Seid ihr diejenigen, die beherrschen, was zu tun ist, oder ich? Zusätzlich habe ich euch sämtliche lange beobachtet. Ich weiß exakt, dass ihr nicht die Ausprägung Pokémon seid, die mir demzufolge nicht hilft. Ich wollte ihm erst widersprechen, trotz alledem realisierte ich, dass er recht hatte. Ich war nicht auf jene Insel gereist, um hier abzubrechen. Und sämtliche weiteren im Team wollten ein wenig bewirken. Das Letzte, an was wir dachten, war aufs Neue in ihrem normalen Alltag nachzugehen. Damit hast du recht, das stimmt. Aber ich tue das nicht für dich, anstelle für die weiteren Pokémon deiner Welt. Ja, red dir das ausschließlich ein. Also, ich denke, ihr macht eine Pause, bis euer toller Freund abermals zurück ist. Etwaig denkt ihr derzeit ja noch einmal darüber nach, wem ihr vertraut und wie ihr mit Scheinux umgeht. Und vergesst zu keinem Zeitpunkt, was ihr zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Kopf haben müsst. Ich habe es euch längst mehrmals auf den Weg gegeben, doch ihr sollt es ebenfalls noch einmal von mir persönlich hören. Diesen Kampf habt ihr gewonnen, doch der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich glaube, das hat er so vorher noch nie gesagt. Aber egal. Günther zog sich in den Wald zurück und ließ uns wortlos sitzen. Und was tun wir diese Tage? Na, was mutmaßlich? Warten, bis Günther und Scheinux erneut da sind und folgend abreisen. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte aufgrund Scheinux. Ich verstand übergangsweise in keinster Weise, was Chillast mir dadurch sagen wollte. Das hatte ich mich ehrlich gesagt gleichermaßen längst gefragt. Irgendwas müssen wir ja tun. Wir können ja nicht umstandslos konventionell weitermachen, aktuell, wo wir wissen, wer er ist.
Ich sah die beiden einen Moment stumm an. Die beiden überlegten wahrhaft, ob sie Shinnok noch als Freund ansehen wollten. Ivy meldete sich glücklicherweise gleichermaßen zu Wort. Sag mal, was ist denn mit euch beiden falsch? Was überlegt ihr denn? Verständlicherweise können wir weitermachen wie im Voraus? Ist Shinnok aktuell auf einmal ein anderes Pokémon, allein weil ihr momentan nicht wisst, dass er es früher war? Machst du dir denn gar keine Sorgen? Ich meine, wir wissen ja die Geschichte um Nick Schossma. Mir platzte derzeit gleichwohl geruhsam der Kragen. interessant. Ich muss den Satz nochmal vorlesen, weil ich den einfach wunderschön finde. Mir platzte derzeit gleichwohl geruhsam der Kragen. Auf diese Weise wie vorher Ivy. Sagt mal, seid ihr sofort rundum übergeschnappt? Wollt ihr momentan in Wirklichkeit starten, wie Günther zu denken? Ebenso, wenn er ein bisschen anderes behauptet, versucht er offenkundig einen Ball nebst ihn und uns zu treiben. Oh mein Gott, es wird wieder Allmann-Deutsch. Warum sollte Shinnok sofort auf einmal jeder beliebige anderes sein? Ich drehte mich um von ihnen weg und begab mich zum Rand der Lichtung, um mich auszuruhen. Ihr beiden seid unmöglich. In der Nacht versuchte ich lange einzuschlafen. Doch egal wie außergewöhnlich ich es eben probierte, es wollte reibungslos nicht klappen. Meine Gedanken kreisten reichlich zu rasch in meinem Kopf umher. Ich hörte noch einige Zeit Stimmen am Lagerfeuer. Trotz alledem, den Inhalt verstand ich nicht. Was mir nichtsdestominder! Jawohl! Da stand das Wort! Ihr kennt es, das Wort! Ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestominder! Leute, für die das hier die erste Walross-Edition und dummes Denken gerade, ich wäre komplett geistig zurückgeblieben. Nichtsdestominder ist ein Inside-Joke aus der Walross-Edition 2 und seitdem ich dieses Wort dadurch kennengelernt habe, liebe ich es und benutze es. War das Ivys Stimme nicht während alledem gewesen war? Sie hatte offensichtlich exakt in dieser Art wenig Interesse wie ich, sich noch mit den beiden Idioten am Lagerfeuer zu unterhalten. Shinnok tauchte in der vollständigen Zeit nicht aufs Neue auf, allerdings, ich dachte mir, dass es mutmaßlich besser auf diese Weise war. Wenn er hören würde, was Seemobs und Chillast sagten, wäre er noch mehr in Schwierigkeiten als früher. Das ging ja jetzt doch recht schnell, ich habe auch schnell gelesen. Und boah, Digga, dieser Satz, Digga, gleichwohl geruhsam der Kragen, klar. Und nichtsdestominder hat mir. Und Ivy, die süchtig nach DHL-Paketen ist. Wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Wir sind inzwischen über die Hälfte fertig mit diesem Projekt. Das ist über die Hälfte oder genau die Hälfte, eins von beiden. Bis zum nächsten Mal und tschö mit. Keine Ahnung, wie schreibt man das Wort?